Hallo ihr Lieben, ja, herzlich willkommen wieder zu einem YouTube-Video und zwar zum sehr umfangreichen Thema. Daher habe ich mich auch dazu entschlossen, wieder ein Video zu drehen, weil es einfach so ist, dass unsere Hunde älter werden und man dadurch Vorsorge wirklich viel erreichen kann. Daher möchte ich euch jetzt einfach mal so ein paar Tipps geben, was man machen kann, was wir gemacht haben. Vorab möchte ich sagen, dass euer wichtigster Ansprechpartner bei der Vorsorge und beim Alterwerden eures Hundes euer Tierarzt ist. Sucht euch einen Tierarzt aus, zu dem ihr Vertrauen habt und wenn ihr euch da unwohl fühlt oder was anzweifelt, würde ich den einfach wechseln. Ja, weil alle gesundheitlichen Fragen sollte er euch zum Teil beantworten. Wenn der Hund was hat, bringt es nichts, Dr. Google zu fragen. Da ist es wirklich sinnvoll, seinen Tierarzt aufzusuchen. So, wann ist ein Hund alt oder wann wird ein Hund älter? Ja, wichtig ist schon mal, dass man das von der Rasse ein bisschen abhängig macht und einfach schaut, wie groß oder wie klein der Hund ist. Und daher ist es ein bisschen unterschiedlich. Es gibt kein Schema F. Ich möchte euch einfach nur ein paar Dinge zeigen, auf die man achten sollte. Ja, zum einen ist es so, dass Bewegung natürlich wichtig ist, aber auch wir merken bei Paul, jetzt wo er älter ist, also er war noch nie ein Hund, der im Sommer gerne gelaufen ist und im Sommer schonen wir ihn komplett. Da sollte man auch seine Ansprüche zurücksetzen und auch die Runden dem Hund anpassen. Man merkt einfach, wenn es zu viel ist und wenn sie nicht mehr gut können und von daher muss man schauen. Ja, für alle, die uns noch nicht kennen, Paul, der ist jetzt 11,5 Jahre alt, ist seitdem er 9 Wochen alt lebt er bei uns, ist ein Englisch Cocker Spaniel. Und ja, bei uns hat es so angefangen, dass wir ab da, wo Paul 6 Jahre alt war, einmal im Jahr ein Blutbild haben machen lassen, großes, und sowieso vom Tierarzt ihn haben durchchecken lassen. Ich empfehle immer, der wichtigste Vorsorge zu nutzen, ist ein Blutbild. Man sieht, ist der Hund gut ernährt, ist er mit allen Nährstoffen versorgt und auch kleine Auffälligkeiten zeigen sich dann im Blutbild. Ja, seitdem er 8 Jahre alt ist, machen wir zweimal im Jahr ein Blutbild. Meistens und lassen das abklären, so fallen kleine Auffälligkeiten auf. Bei uns war es so, als Paul 6,5 Jahre alt war, ist halt aufgefallen, dass der Phosphorwert im Blut ein bisschen zu hoch war, also minimal. Warum erzähle ich das? Ein zu hoher Phosphorwert kann hinter zu Nierenproblemen führen. Das haben wir gemerkt und haben dann sofort das Futter umgestellt. Das ist auch ein Punkt, was ich ansprechen möchte, das richtige Futter für ältere Hunde. Also wenn die Hunde älter werden, brauchen sie einfach auch nicht mehr so viel Fleisch. Und daher gibt es auch in der Ernährung was zu achten. Wir haben es so gemacht, dass wir auf Seniorenfutter umgestiegen sind. Und wenn ich normales Nassfutter fütter, nehme ich ein bisschen weniger Nassfutter und Gemüse dazu. Somit haben wir den Phosphorwert im Blut richtig gut im Griff bekommen und auch kein Nierenversagen hervorgerufen. Ja, es ist leider so, oder was auch ein Punkt ist, es ist auch gut, was über die Eltern zu wissen oder Verwandtschaft seiner Hunde, wenn man seinen Hund jetzt nicht aus dem Tierschutz hat, sondern vom Züchter, ist das manchmal auch wirklich sehr hilfreich, weil man auch da mit Vorsorge viel erreichen kann. Wir wissen zum Beispiel, dass Pauls Mama leider an Nierenversagen verstorben ist. Und daher ist bei uns ein besonderer Augenmerk auf die Nierenwerte. Pauls Mama an Nierenversagen verstorben ist und daher ist bei uns ein besonderer Augenmerk auch auf die Nieren. Wir kontrollieren das. Jetzt war es vor kurzem so, dass Paul zum Beispiel leider anfing, ein bisschen Urin zu verlieren und vielleicht auch ein bisschen mehr getrunken hat. Ja, daraufhin haben wir hatten im Ende November erst ein Blutbild machen lassen und daraufhin haben wir jetzt nochmal 2 Blutbilder machen lassen, auch mit dem Tierarzt drüber gesprochen, aber da war alles in Ordnung. Es gibt dann auch Nierenfutter für Hunde. Ich wollte jetzt aber nicht davon ablenken, sondern einfach nur das Thema Futter ansprechen. Und auch da ist es wichtig, dass man vielleicht sich auf seinen Tierarzt verlässt, dass man mit dem darüber spricht, was kann man machen, was mache ich. Natürlich ist es auch gut, sich zu informieren. So, ein weiterer Punkt ist natürlich das Gewicht des Hundes. Wichtig ist, dass eure Hunde kein Unter- und Übergewicht haben, weil Übergewicht schädigt einfach die Gelenke. Es gibt rassebedingte Erkrankungen. Leider ist es so, dass auch bei vielen guten Zuchthunden, also Hunden aus guter Züchtung, rassebedingte Krankheiten sind. Ich kenne leider zum Beispiel einige Labradore, die, ich möchte jetzt nicht über einen Kamm scheren, die Herzprobleme hatten. Bei den Cockern gibt es natürlich auch einige Krankheiten, die man beachten soll. Und so gibt es bei jeder Rasse häufig Erkrankungen, die einfach häufiger auftreten. Und auch da kann man mit dem Tierarzt über Vorsorgen was machen. Also Blutbild, Ultraschall, regelmäßig abhören, was man ja beim Impfen sowieso gemacht wird. Und was ich ein ganz wichtiger Punkt ist,
finde, ist dein Hund regelmäßig zu beobachten. Läuft er anders? Geht er anders? Trinkt er anders? Juckt er anders? Wie ist der Output? Und durch das tägliche Beobachten können einem so Sachen auch schnell auffallen. Natürlich gibt es auch Sachen, die man trotz vieler Vorsorgen einfach nicht vorausschauen kann. So war es leider bei einer Bekannten. Und diese Bekannte von mir, also so zur Erinnerung, warum ich Paul jetzt nicht aussage, Paul ist leider taub. leider schon seitdem er 8 ist. Ja, du bist ein Quassel, Philipp. Schon seitdem er 8 ist. Ja, also ich bin zu dem Punkt gekommen, dass es Erkrankungen gibt, die man trotz Vorsorge nicht merkt. Leider kenne ich da auch einige sehr traurige Geschichten aus dem Freundeskreis. Und von daher darf man sich, auch wenn man was gemacht hat und dem Hund was passiert, da bitte keine Vorwürfe machen. Hätte man was anderes machen können. Ja, in Blutbildern ist es so, dass man immer frühzeitig was erkennt. Zum Beispiel kann ich auch nur empfehlen, wenn man barft oder sich jetzt selber die Ernährung seines Hundes zusammenstellt, das regelmäßig kontrollieren zu lassen. Weil manchmal ist gut gemeint, nicht immer alles gut, dass zum Beispiel auch der Hund mal zu viel Fleisch kriegen kann und dafür Werte im Blut nicht in Ordnung sein können. Und das finde ich dann ganz wichtig. Was ich auch super wichtig finde, was sich total banal anhört, man aber gerne vergisst, ist das Abtasten des Hundes. Man streichelt seinen Hund oft, man fasst ihn an, aber so richtig bewusst den Hund abzutasten. Das ist, finde ich, auch ein Punkt, wie man Veränderungen unter der Haut und am Körper schnell wahrnehmen kann und auch da frühzeitig reagieren kann. Paul, der hatte ja schon ein paar Knubbel an der Haut oder unter der Haut und da haben wir auch schon 3 wegmachen lassen oder andere habe ich direkt punktieren zu lassen, um sicher zu sein, ist es gutartig oder ist es bösartig. Generell bin ich immer ein Fan davon, alles, was überflüssig ist, direkt herausnehmen zu lassen, da ich leider auch aus dem Bekanntenkreis einen Fall kenne, wo noch so ein gutartiger Knubbel sich leider ganz, ganz bösartig entwickelt hat beim 3-jährigen Hund. Und von daher bin ich da super vorsichtig und finde es immer gut, wenn man mit dem Tierarzt drüber spricht und Knoten unter der Haut direkt entfernen lässt. Bei Hündinnen ist es natürlich mit der Gebärmutter und Gesäuge ganz wichtig, dass ihr wirklich frühzeitig regelmäßig euren Hund immer abtastet und ihn so kontrolliert. Dann ist es auch ein Punkt, dass man überlegen muss, Impfen, Zecken und so weiter sind super umstrittene Themen und da muss jeder seinen Weg für sich finden. Ich finde, man kann nicht nach Schema F das machen. Wir leben hier zum Beispiel im Sauerland und haben ein super großes Problem mit Zecken. Wir haben es auf alle möglichen Arten versucht und leider kommen wir ohne Chemie nicht aus. Paul bekommt diese Zeckentablette, die er super gut verträgt und meist reicht eine im Jahr. Leider war es im letzten oder vorletzten Jahr so, dass er Zecken trotz Spot-on im Auge hatte. Er hatte das ganze Auge geschwollen, so dass man sich Sorgen machte, oh, drückt das vielleicht nicht auf die Netzhaut, dass er dadurch erblindet. Aber ich finde, das sind auch Themen, die muss jeder für sich entscheiden und für seine Region. Und natürlich versucht jeder das Beste für seinen Hund und ich würde das auch nicht anfanden. Also wie gesagt, wir kommen mit den Tabletten gut zurecht, lassen die Nierenwerte, Blutwerte und zweimal im Jahr kontrollieren. Und seitdem Paul die nimmt, haben wir zum Glück nicht mehr diese schlimmen Entzündungen durch Zecken gehabt. Und bei Paul, wie gesagt, der hatte die trotz Spot-On oder Eincreme dann im Auge, im Penis drin, die Zecken. Und das war so unangenehm, also ihm das zu ziehen. Und das tat mir einfach unfassbar leid für ihn. Daher haben wir uns dazu entschieden, das auch dieses Jahr wieder zu machen. Aber wie gesagt, das müsst ihr für euch entscheiden, muss jeder für sich selbst. Und zum Beispiel bei meiner Nachbarin, der Hund, der bekommt diese Kokoshappen, der hat keine Zecken, kommt super damit zurecht. Paul hat die auch gefressen, der war komplett voll. Es ist vielleicht auch ganz unterschiedlich, je nach Hund und Absicht. Ja. Dann sollte man einfach schauen, was seinem Hund gut tut. Man sollte auch ihm mehr Ruhe gönnen im Alter. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben Paul früher überall mit hingenommen. Also ganz, ganz viel aktiv. Und jetzt merkt man einfach, das ist für ihn zu viel. Also durch Corona bedingt wird er dieses Jahr natürlich auch nicht mit in den Urlaub kommen. Und ich glaube, auch nächstes Jahr wird es einfach zu viel für ihn, weil er mehr Ruhe und Schlaf braucht. Und da muss man halt schauen, dass man seine Ansprüche zurückstellt und ihm auch die Ruhe gönnt. Also große Wanderungen, so 4 Kilometer schafft er noch. Aber auch wenn man jetzt so am 1. Mai, was man früher gemacht hat, so 10-12 Kilometer wandern gegangen ist, das ist für Paul einfach zu viel und das schafft er nicht mehr. Und da muss man dann genau überlegen, ja, was kann ich ihm zumuten, dass man ihn nicht überfordert. Es gibt natürlich auch tolle Hunderucksäcke oder sonstiges. Für Paul haben wir jetzt keinen mit seinen 14 Kilo, die er hat. Ist das vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber bei kleineren Hunden total angenehm. Und daher ist Ruhe auch, finde ich, ganz, ganz wichtig. Ja, wie gesagt, die Vorerkrankung der Eltern oder generell ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Und dann
muss man einfach schauen, was man machen kann. Was ich auch noch wichtig finde, die Zähne regelmäßig kontrollieren. Also wir lassen Paul beim Tierarzt regelmäßig Zahnstein entfernen. Das können wir einfach bei ihm ohne Vollnarkose machen lassen. Wir putzen die Zähne. Auch das gehört, finde ich, zur Vorsorge dazu. Welches Problem wir jetzt neuerdings haben, Paul, der verliert abends so ein bisschen Urin. Das heißt, er wird abends inkontinent. Deshalb habe ich auch jetzt eine Decke unter ihm liegen. Wir haben Prostata und alles kontrollieren lassen. Das ist in Ordnung, aber es ist einfach eine Alterserscheinung. Auch da sollte man das beobachten, regelmäßig kontrollieren und darauf einwirken. Ja, und sonst sind es einfach Punkte. Ich finde, es ist immer der wichtigste Ansprechpartner der Tierarzt, dass man Bedenken und Sachen mit ihm abspricht und auch vielleicht ein bisschen so bei Leckerlis aufpasst, dass man nicht so viel Fleisch oder ungesunde Sachen füttert. Sollte man ja generell nicht, aber auch da so ein bisschen guckt, was braucht mein Hund, dass der Hund nicht zu viel Energie kriegt, weil einfach der Organismus sich umstellt. Ja, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen weitergeholfen und über Themen mit euch gesprochen. Wenn ihr weitere Fragen habt, hinterlasst mir die doch gerne in den Kommentaren. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns einen Daumen nach oben da lasst. Also in dem Sinne wünsche ich euch und euren Fellneisen einen wunderschönen Tag und ein schönes gemeinsames Leben.